Arme noch, da sind wir hergekommen. Was? Morgen, Jungs. Und Mädels. Willkommen zu einer weiteren Runde SCP Containment Breach. Mhm. Wir spielen heute mal wieder eine Zuschauereinsendung von Alex B. Nach Double Penetration und Dr. Peter Orno kommt jetzt Harte Möhre. Immer diese tiefgründigen Bezeichnungen. So. Und ich kann gleich schon mal sagen, da ist was Besonderes dran an der Map. Und zwar hat er uns ein paar Easter Eggs eingebaut. Also ich weiß schon so grob, um was es sich handelt. Aber ich weiß nicht genau, wann die auftauchen. Also er hat gesagt, die sind mitunter sehr gut versteckt. Okay, verrat mal nichts. Ich aber ich habe ja die Bilddateien einzeln einfügen müssen. Da habe ich schon ein bisschen was gesehen. Ein bisschen, okay. Nur ein bisschen. Okay. Ich bin gespannt. Lass mich mal überraschen. Okay, und... In den halt, Intro. Weg. Intro? Ja, wäre eigentlich jetzt nicht so schlimm gewesen, aber... Ja. Hast recht. Ist schon langweilig. Sehr aufmerksam. Start. Zuschauerfragen? Wir haben Zuschauerfragen mal wieder. Ich nehme mal, ist das die von Alex B? Ja, ist auch seine Map. Passend zu der Map. Er fragt, könntet ihr auch mal mehr als 2 Videos pro Woche aufnehmen und hochladen? Ja, das ist besonders jetzt eine sehr gute Frage. Da wir ja zumal SCP noch spielen. Jetzt parallel dazu noch das andere. Kof. Cry of Fear. Und demnächst kommt ja noch das Daylight raus. Und da wollen wir halt dann auf jeden Fall mindestens 2 Videos pro Woche machen. Ja. Wir müssen dann mal gucken, wie wir das zeitlich hinbekommen, ob wir dann wirklich jede Woche 3 Videos machen. Oder ob wir sagen, dass wir SCP mal für 1-2 Wochen ausfallen lassen. Einfach um uns dann auf die anderen Spiele konzentrieren zu können. Ich weiß nicht, was die Zuschauer davon halten. Könnt ihr einen Kommentar da lassen. Wenn ihr SCP trotzdem sehen wollt, dann werden wir das natürlich berücksichtigen. Und da ist was. Sag mal! Das hatte ich doch letztes Mal schon, dieses Problem. Bisschen laut. Aber freut mich, dass du das Problem auch hast. Jetzt nicht mehr. Jetzt hat er sich verpulverisiert. Hä? So, okay. Sieht aus, als hätte ich alles Wesentliche. Gibt es eigentlich einen Revolver in dem Spiel auch? Nee. In dem Spiel nicht, aber es gibt ein SCP in Form eines Revolvers. Okay. Und zwar ist es ein lebendiger Revolver, der mit Zähnen schießt. Ah ja. Und wenn das Magazin leer ist, dann dauert das, ich weiß nicht, wie lang? Ein paar Tage vielleicht oder so, oder vielleicht auch ein paar Stunden. Das startet auf jeden Fall und dann regeneriert sich das Magazin quasi wieder. Ah ja, wie so ein Haifisch. Also eigentlich ein recht interessantes Konzept. Das ist ja beim Haifisch, Zähne wachsen nach so. Unendlich oft. Oder wie bei Akkus, 1000 Mal. Also wenn man hier 1000 Mal wieder abschaltbar. Ah ja. So. Ich bin jetzt mal immer rechts lang gelaufen und ich werde... Okay, und da ist offen. What the fuck? What the fuck? Memory Access Violation. Leute, wir probieren es nochmal. Ich habe es nicht als Administrator gestartet vielleicht. Oder? Liegt es daran? Ist doch manchmal so. Mach mal. Ich mach nochmal. Sollen wir das so zusammenschneiden, dass wir an der Stelle... Ja, wir überspringen das jetzt. Ja, dann sagen wir... Und dann laufen wir wieder bis zur selben Stelle hin und dann geht das Video weiter. Genau. So, jetzt gibt es einen Cut. So, da sind wir wieder. Wir probieren es nochmal. Das ist nicht geradeaus, sondern links. Ja. Also wir sind am Anfang wieder rechts gelaufen. Jetzt laufe ich geradeaus. Bei der nächsten nicht geradeaus, sondern links. Da jetzt, oder? Bei dem Raum wird es abstürzen. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Normalerweise macht das immer, wenn er da drin spawnt, oder? Der Alex hat bestimmt bei jedem roten Raum SCP-173 aktiviert. Der will uns richtig leiden lassen. So. Oh. Da hat man es gehört. Ich hab's gehört. Das habe ich vorhin gemacht.
Freund bei dem. Ja, toll. Ah, hallo, hallo. Was ist das? Wo ist er? Was? Wo ist wo? Scheiße, jetzt steht er vor der Tür, oder? Ich komm nicht vorbei. Weißt du, wo ich ihn gedreht hab? Hast du ihn umgedreht? Ich hab ihn gepumpt. Scheiße. Geht das nochmal? Nee. Kannst ihn rausnehmen. Aber halt! Achso, der ist jetzt nicht mehr da drin. Fuck. Trotzdem erschrocken, Mann. Trotzdem erschrocken. Obwohl du wusstest, was passiert. Ja! Weil das Geräusch so schlimm ist. Genatzt! Ah! Wir sind halt schlauer als er. Damit war nicht gerechnet. Dieser Schlawack. Und da kommt er gleich wieder. Aus dem Boden. Nee, da nicht. Doch. Der andere kommt aus dem Boden. Der ist da klar. Ja. Ah ja. Achtung, der jumpt. Ja. Hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja. So. Und jetzt? Vor welche Aufgaben werden wir gestellt? Wir können MAV. Wir dürfen nicht zufällig. Beim nächsten MAV ist die Folge vorbei, ich sag's euch. Wir dürfen nicht aus Versehen von hinten in den Raum so reinlaufen. Da geht's im Kreis, ne? So, ja, schaut ziemlich so aus. So, da vorne links ist gerade noch. Geradeaus und links, ne? Ja. Da war etwas offen. Schön geklärt. Akte X oder was? Was könnte das sein? Aktenzeichen XY. Aktenzeichen, stimmt, das war XY. 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 Gelöst. Subpilot. Hä, was war denn da? Was war da denn los? Das ist die Batterie. Batteries habe ich ja ein paar. Da ist der Aufzug. Kennst du den Witz mit dem Aufzug? Nein. Auch nicht, ich bin die Treppe gelaufen. Du musst jetzt so einen Applaus einblenden, oder so ein. Das ist so ein Affen auf dem Schlagzeug. ja, und das ist nicht drin. Denke ich. Du machst Sachen, du. So, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Warte mal, das schaut aus wie so eine Spirale, oder? Schau mal auf dem. Spirale? Wäre interessant, aber. Hä? Mal MacBook. Ah, ist im Kreis gelaufen? Nee, nein, auf keinen Fall. Guck mal, aber er ist eh da drin. Da ist noch ein Navigator. Ja, hol dir noch eine Karte, dann haben wir ja zum Kopf pushen. Ja. Weil den Nervraum halt. Ja, jetzt hab ich ihn aber. Aber der ist neuer. Der ist neuer. Der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Saft. Der hat eine neuere Firmware. Ja, könnte sein. Direkt. Ja. Du hast gesagt, dass ich wäre jetzt ein klein wenig überrascht gewesen. Nur ein bisschen. Gut. Okay, so. Wo sind wir? Keine Ahnung. Ja, da können wir wieder im Kreis laufen, aber wir gehen am besten dann rechts lang, ne? Rechts? Rechts, hätte ich gesagt. Wir müssten mal langsam 914 finden. Wahrscheinlich war das am Anfang, wenn wir links gelaufen wären. What the fuck, das war der Anfang. Shit, warte. Wir dürfen nicht in den von da, laufen. Von da sind wir gekommen, oder? Ursprünglich, dann sind wir rechts gegangen. Ah, ja. Wenn das jetzt da weitergeht. Ja, guck jetzt mal auf die Maps, wenn wir durchblicken, wo der startet, ist auf die Map.
Wir sollen mal gucken. Ja. Sicherheitshalber. Wir stellen uns an den Anfang. Ne, das ist der Anfang hier, oder? Von da. Kann ich eingehen? Ja, doch, das ist der Anfang. Ich will jetzt in diesen MAV-Raum laufen. Dann geh jetzt links. Ah. Hier war man jetzt noch nicht. Alles gezeigt. Links, ja, links. Liebes. Ach, what Kacke. The fuck? Ein Fehler in der Matrix. Da klippen so zwei Räume übereinander. Deswegen der MAV wahrscheinlich. Nein, bestimmt nicht, aber. Ja, bis jetzt sind noch wenig Fehler in der Map. Dazu eine Interferenz mit irgendwelchen Texturen. Ich habe das Gefühl, dass da nicht mein Vorteil ist. Schade. Pass aber auf, nicht das da. Ach, da kommt er jetzt. Oder nicht? Was? Seit wann ist das hier so komisch? Was war das jetzt gerade für ein Geräusch? Das kommt normalerweise in diesen Viererkreuzungen, oder? Von der Dark Zone. Keine Ahnung, das kann ich jetzt überhaupt nicht so. Ein bisschen schmatzen wir dabei so. Ich dachte eigentlich, dass da jetzt der Hostmaster kommt. Ja, ich auch. Ja, auch dieser schwarze Fleck da war. Also, das ist gar nicht toll. So, blinkst du immer wieder auf. Was ist das? Ja, jetzt wieder direkt davor. Fuck. Ah, es geht. Was lustig wäre, wenn wir nochmal haben, ist, dass beide Türen zu sind. Das war richtig böse, war das. Nein! Was denn? Der Schwarze irgendwo? Achso, hä? Ja, wo denn? Keine Ahnung. Kam aus der Decke? Was war denn das? Keine Ahnung, aber da ist ein roter Raum, pack mal auf. Ja, wenn es der Schwarze wäre. Dann müssen wir doch jetzt diese Musik haben. Mir ja, da anscheinend nur irgendwie aus dem Boden geguckt oder aus dem Boden. Ja, wenn du das machst, dann kommt doch kurz danach aus dem Boden. Ja. Normal, ja. Boah, keine Ahnung. Vielleicht haben sich da wieder Räume überkreuzt und wir sind so ein Stückchen in einen falschen Raum gekommen und dann. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. So. Rechts waren wir noch nicht da. Hätten wir vorher auch gehen können. Guck mal rechts vielleicht. Von da, komm mal her. Lass mal das Stück noch sehen, was da ist. Ja. Das ist eine ziemlich große Map, oder? Ich hab's gerade geflackert. Ich weiß nicht, ob das mit Aufnahmen. Ah ja. Das hat noch gar nicht. Zettel. Hä? Hat sich die Kreuzung, der Tunnel wieder gedreht? Muss, ja, weil ich bin nur gerade ausgelaufen. Ja, oder? Interesting. Ja, dann geht er noch. Warte, willst du da noch lang? Ja, wirklich. Mann. Stimmt, da waren wir nicht, ne? Oh, ich weiß nicht, ich komme nicht klar auf diese Ventilation. So. Ah ja, okay. Ja, aber, hä? Der hätte ich doch im Raum davor nach links jetzt bin gehen ich können. Jetzt, wir laufen doch gerade zurück, kann das sein? Nein. Jetzt auch mal in die richtige Richtung, das stimmt schon. Aber ich bin doch da jetzt nur gerade aus solche Ventilatorengänge gegangen, ne? Hm. Wieso geht's denn hier nach links? Das verstehe ich nicht. Endroom. Ja, es waren ja Ventilatorengänge. Ja. Da kannst du nur gerade ausgehen, irgendwo nach links. Ja, aber du kannst doch trotzdem so ein Kästchen, wo ein Endraum kommt, hin machen. Von der anderen Seite kommt ein Endraum. Achso. Meinst du? Das ist einzig logisch. Das ist eine Sackgasse, die man nur von unten, sag ich jetzt, kommt. Na gut. Da waren wir doch schon, oder? Würde ich mich nicht für verbürgen.
bin schon wieder verwirrt. Das wird schon wieder eine lange Episode. Uiuiuiuiui. Schon wieder das Geräusch. Ja, da war noch nicht so. Oh, da ist so eine andere Tür. Was macht man? Ich will das mal aufhören. Hat aufgehört. Weil ich es gesagt habe. Nur deswegen. Jetzt sind überall diese komischen Türen, schau mal. Diese. Ja. Kein... Ich habe trotzdem noch keine bessere Card. Ah, da ist er jetzt wieder drin. Nein, da steht so scheiße, ne? Wo ist er? Das fand ich ein bisschen anders da. Ich mag diese leisen Türen nicht. Das muss schon rumsen, wenn sie zugeht. Das hat irgendwie auch was Gespenstisches irgendwie. Steht an der Ecke, ja, ne? Ja. So, lass mal gucken. Ja, da waren wir aber dann schon. Wow. Das ist auf dem Bildschirm. Ist es der MEV-Raum da, der jetzt danach kommt? Nee. Nicht? Weil das war eine, wo es um die Ecke geht. Ist er doch? Da? Da. Wo? Ach, das stimmt. Ne, okay. Wir sind in dem, wo es um die Ecke geht. Was anderes gibt. Boah, drück auf den Knopf und geh durch. Ach da, ich hab ihn noch nicht gesehen. Mann. Ich hab auf Stream gesehen. Ich hab schon aufs Knacken gewartet. So, das sind jetzt wieder normale Türen. So muss das klingen. Hier waren wir da nicht. Doch, jetzt waren wir da schon. Oh Gott. Verrückt. Harte Möhre, Alter. Da geht's ja nur geradeaus. Da hinten waren wir noch nicht. Ja, das sind wir ja ganz am Anfang gelaufen. Da sind wir dann. Am Anfang, wenn du rechts gehst, kommt ja nochmal die Abzeige. Dann sind wir rechts gegangen. Dann sind wir dann außen rum, sind dann von links wieder gekommen. Verstehst du? Ja. Also bei der zweiten Abzeige waren wir dann wieder. So, ich versuche jetzt dahin zu gehen, wo dieses helle Graue da ist. Genau. Also rechts und nochmal rechts. Rechts. Und dann? So, jetzt haben wir das. Oh, das können wir auch schon. Außer das da unten, da waren wir auch noch nicht. In der Richtung. Dann kann ich aber ran. Da muss man lang. Richtig? Richtig, oder? Ja, geradeaus. Oh! Okay, es war nicht der Raum. Lustig wär's. Das heißt aber, dass der Raum schon mal nichts gebracht hat. Weil wir im nächsten schon waren. Dafür ist er aber da drin. Schon wieder? Nochmal. Aber wir haben jetzt bisher noch keine Easter Eggs gesehen. Wow, mein Gott. Die Frage ist, was er damit meint. Hat er das geschrieben, was er meint? Ja, es handelt sich wohl um irgendwelche ausgetauschten Texturen. Weil ich Bilddateien ausgetauscht habe. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob er da drin ist. Da kann ich nicht gucken. Kacke. Aber das klingt nicht so. Ja. So, wo sind wir denn eigentlich?
Ah, da. Also noch geradeaus. Ja. Was auch jetzt okay, da waren wir noch nicht. Schau bitte nochmal auf die Karte. Ist das der? Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Könnte sein. Soll ich mal speichern? Das speichern wir. Das ist er. Das ist er. Das ist der MAV-Raum. Da hat er die Textur Alter. Getauscht. Wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, spielen wir weiter, oder? Ja, wir haben eine halbe Stunde. Dann machen wir ab hier Schluss. Und dann gibt es einen zweiten Part. Genau. Den könnt ihr eigentlich spielen. Könntest du machen. Ja. Ich hab ja gesaved extra. Ja. Also, du kannst die ganzen Items mitnehmen. Du musst nicht nochmal alles neu erkunden und so. Das ist schon gut. Dann spiele ich nächstes Mal da weiter. Darfst aber dann nicht geradeaus gehen. Ja. Das ist der Energieraum. Wir müssen von beiden Seiten kennzeichnen mit irgendwelchen Items. Zwei Batterien. So eine 48 Volt Batterie. Und wir wissen, also wenn wir da drüber gehen, dann ist es wirklich tödlich. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Dislike das, wenn es euch nicht gefallen hat. Und abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt Kommentare. Vor allem nicht vergessen, ob ihr weiterhin SCP sehen wollt. Parallel zu Daylight und KO4. Oder ob ihr nicht auf SCP verzichten wollt. Weil dann können wir nicht garantieren, dass wir in einer Woche Cryo 4 und Daylight schaffen. Müssen wir noch gucken. Wir versuchen es, aber gibt keine Garantie. Ja. Also macht's gut. Ich sagte, macht's gut. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Hat uns ein paar Easter Eggs mit eingebaut. Hat er das gesagt, ja? Ja. Und ich habe schon ein bisschen was gesehen, weil ich musste die Bilddateien einfügen. Mhm. Und ich weiß aber nicht, wann genau die jetzt kommen. Er hat gesagt, scheiße, die ist gar nicht im Ordner drin. Nochmal. Abbruch! Bisschen fail. Und dann kann man so sagen, nach Double Penetration und Dr. Peter Orno kommt jetzt. Nee, Dr. P. Orno, oder? Dr. Peter Orno. Peter Orno, ist er. Soll man einfach sagen, so jetzt aber. So ein. So jetzt aber. Ja, oder machen wir das als Outtext oder hinten ran? Wird auch lustig. Abbruch. Ich fand es lustig. Wir können ja sagen, so jetzt, dann sagst du nochmal morgen, Jungs, und ja. Hä? Und wenn wir es in die Outtext packen, dann können wir das so jetzt wegschneiden und würde es morgen, Jungs, nehmen. Und wieso soll ich denn so jetzt? Für den Fall, dass wir es doch vorne dran machen. Machen wir nicht. Du bist ein Arschloch. Ein Schluck noch. Oh. Was trinkst denn du da für Energie? Das ist Rockstar Super Sours. Glümp. Green Apple Flavor. Das Glümp Ayran Cola. Komm, jetzt Geld für Product Placement. Oh mein Gott, Alex, die Map ist nicht gut. Also nicht, lauf einfach nichts rechts. Also rechts und dann. Dann soll ich gleich am Anfang links gehen. Oder nochmal rechts und dann halt nicht geradeaus, sondern nach links. Du machst dir die Map im Editor auf und wir gucken, wo es lang geht. Nee, ich weiß es grob ungefähr. Ja, geh halt. Ja, wie? Immer links? Jetzt immer links. Achso, das ist ja blöd, da können wir es nicht zusammenschneiden. Wie jetzt? Du gehst jetzt zweimal rechts und dann gehst du dann links statt rechts. Achso, wie bisher, nur nicht geradeaus, sondern links. Blick dir noch durch. Bei der letzten Kreuzung, wo wir, nachdem wir verkackt sind, da könnt bist du nicht ihr mehr. Uns noch folgen, gedanklich. Du kannst mal die andere Zuschauerfrage noch vorlesen. Ja, ist es, bleib jetzt mit drin. Ja, das machen wir jetzt erst. bis der Cut kommt. Wir laufen jetzt wieder bis zu der Stelle, hätte ich gesagt. Na gut, machen wir es halt. Dann gibt es halt keine Zuschauerfrage. So, dann gibt es jetzt den Cut. Das ging jetzt wieder, ne? Sollen wir ab hier jetzt wieder weitermachen? So, da sind wir wieder.